Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen KiCad-Tutorial, KiCad 5.1.0. Und ich möchte hier heute mal den kurzen Rücksprung wagen zum ersten Teil unseres KiCads, nämlich der Grundinstallation oder der Erstinstallation von KiCad. Und zwar heute hier mit der Unterstützung von Git, da auf github.com. In diesen Repositories, also immer die aktuellen Footprints und Symbolbibliotheken und auch 3D-Bauteilbibliotheken zu finden sind. Und ich kann das also mit dem Programm Git auf GitHub dann immer schön aktuell halten. Und das ist also eine alternative Installationsmöglichkeit zu dem Tutorial Teil 1, wo ich das ja schon mal gezeigt hatte, wie man KiCad installieren sollte. Auch hier zeige ich es nochmal kurz. Ich habe mir hier also unter Bibliotheken mit Rechtsklick eine neue Bibliothek angelegt und die heißt hier KiCad. Und ich habe natürlich auch noch unter dieser PC im Laufwerk C Benutzer HP ist das hier bei mir einen Ordner KiCad angelegt und in diesem KiCad-Ordner dann die Ordner Datasheet, Gerber, Lib und Template. Das hatte ich schon bereits erklärt im Teil 1 und ich habe jetzt hier zusätzlich noch den Ordner Projekte und GitHub erstellt. Projekte, hier werde ich also zukünftig meine Projekte drunter ablegen. Das macht die Sache hier eine Ebene höher, etwas übersichtlicher. Dann hier im Lib-Ordner sind natürlich die Libraries, die wir selber erstellen werden. Auch das alles in den Tutorials bereits gezeigt. Und hier im GitHub werden wir jetzt also unsere GitHub-Repositories spiegeln für unsere 3D-Bauelemente, Symbole und Footprints. Deshalb hier diese Ordnerstruktur. Was müssen wir jetzt noch machen? Wir müssen hier in unsere Bibliothek KiCad gehen und natürlich den Ordner hinzufügen. Und das ist dieser hier. Den nehmen wir jetzt hier mit auf. Und damit ist unsere Ordnerstruktur, die ich hier erstellt hatte, schon erreichbar, auch hier über die Seitenleiste vom Explorer. Wie das im Linux geht, hatte ich auch schon gezeigt und wozu die einzelnen Ordner da sind, auch das in den anderen Tutorials. So, wir schließen das Ganze hier. Was brauchen wir jetzt, um unsere Git-Repositories zu klonen? Wir benötigen das Programm. Ich zeige es hier mal im Download-Ordner Git. Git für das Windows 64 oder wer ein 32-Bit-System dann hat für 32-Bit-Windows. Wir finden das Ganze hier auf git4windows.org. Das ist die Webseite und wir können dann hier auf Download gehen und uns dieses Programm herunterladen. git4windows.org. Ja, der Rest ist hier im Windows. Ganz einfacher Doppelklick und die Installation beginnt. Jawohl, hurra, wir werden gefragt. Und das Programm steht unter GNU Public License, das ist auch schon mal gut. Im Linux tut man sich ein bisschen leichter, da kann man das über einen Paketmanager installieren, dieses Git-Programm hier halt über diesen Weg. So, wir installieren hier die ganze Geschichte einfach mal durch. Ich lasse jetzt hier die Grundeinstellungen und man kann hier vielleicht noch den Check Daily for Windows Updates, das kann man vielleicht noch anwählen. Ich lasse es hier mal weg, ich lasse mal die Grundeinstellungen. Und wir sehen jetzt, hier wird eine grafische Benutzeroberfläche und eine Bash-Einbindung hergestellt. Ja, und ein Icon für den Desktop, das sollten wir auf alle Fälle mal anwählen. Und mit Next installieren wir die ganze Geschichte und wir nennen es auch Git. So, okay, durchklicken, Git vom Command Line, das sollte ja so alles passen. Ja, dann klicken wir hier mal einfach die Grundeinstellungen durch. Wer hier Feintuning betreiben möchte, soll sich das dann mal alles durchlesen, was dahinter den einzelnen Einstellungen sich verbirgt. Ich lasse es hier einfach mal so im Grund durchlaufen. Arbeite eh meistens mit Linux. Ja, Windows 10 ist hier nur als beispielhafte Installation drauf. So. Dann haben wir hier unser Programm installiert und wir erhalten dann hier die Introduction, also die Anleitung, wie wir das bedienen. Das zeige ich euch gleich. Als nächstes müssen wir natürlich auch noch KiCad installieren und hier müssen wir jetzt bitte aufpassen. Ich habe mir also hier die neueste Version heruntergeladen von der KiCad-Webseite. Und hier bei der Installation von KiCad ist jetzt ein kleiner Knirps
Kniff zu beachten, wenn er das dann hier mal alles ausgepackt hat. Jawohl. So, der Installer wird geladen und wir kommen jetzt hier in unseren Installationsdialog und wir müssen hier auf alle Fälle jetzt die Bauteilbibliotheken eben nicht auswählen. Ja, das heißt also, wir installieren keine Bauteilbibliotheken, wir installieren auch keine Footprint-Bibliotheken und wir können die Demo-Projekte weglassen und die Umgebungsvariablen sollten wir installieren und bei den Hilfedateien wählen wir natürlich alle erst einmal ab und wählen jetzt hier nur Deutsch und Englisch mal aus. Das hatte ich ja schon im Tutorial Teil 1 gezeigt. Also wichtig jetzt hier, keine Bauteilbibliotheken, keine Footprint-Bibliotheken sind zu installieren. Und wir gehen jetzt auf Weiter. Jetzt wird das Ganze installiert. Das sollte jetzt etwas schneller gehen als bei der alternativen Installation vom Teil 1 und ich melde mich wieder, wenn der ganze Spaß hier fertig ist. Also bis gleich. So, KiCad ist jetzt installiert. Das ging wesentlich schneller als bei der ersten Installation, da ja die Bauteilbibliotheken nicht mit installiert wurden. Wir öffnen jetzt mal die Git Bash und wir haben jetzt hier Git Bash. Das ist also ein Linux-lastiges Programm und ich möchte euch hier kurz zeigen, wie man in dieser Bash arbeitet mit ls. Das ist also gleich äquivalent zum dir-Befehl unter Windows, kann man sich hier den Inhalt des Verzeichnisses ausgeben lassen, in dem man sich hier gerade befindet. Und wir sehen jetzt hier, wir sind hier im Home-Verzeichnis, in unserem Home-Verzeichnis vom User und hier haben wir den Ordner KiCad. Das ist also der KiCad-Ordner, in den werden wir dann gleich hineinwechseln. Das war die Ausgabe ls. Mit ll sehe ich die gleiche Ausgabe, nur hier etwas länger. Das heißt, hier werden auch noch Informationen zu den einzelnen Dateien dazu ausgegeben, im Prinzip wie die Detailansicht im Windows Explorer. So, mit clear, unter Windows war das mal cls, hier gibt man clear ein, wird also unser Fensterchen wieder sauber gemacht und wer das direkt wissen will, in welchem Verzeichnis er steht, der gibt hier ein pwd, auch das ein Linux-Befehl für Print Working Directory und wir sehen hier, dass wir uns also im c-users-hp, das ist mein Benutzername hier, befinden in diesem Verzeichnis und die Verzeichnisstruktur hier sogar schon auf die Linux-Konvention angepasst ist. So, wir wollen natürlich jetzt in den Ordner KiCad, das machen wir hier mit cd. Und ihr habt gesehen, dass sich dieser Pfadname automatisch vervielfältigt. Das mache ich hier, wenn ich auf die Tab-Taste drücke. Mit cd wechsle ich also in diesen Ordner. Und jetzt kann ich mir hier nochmal mit ll die Ordnerstruktur ausgeben. Und wir sehen also hier unseren Ordner Datasheet Gerber GitHub Lib mit den einzelnen Berechtigungen nach Linux-Konvention. So, wir wollen natürlich unsere Repositories von GitHub in GitHub klonen. Deshalb müssen wir hier nochmal ein cd GitHub machen. Und wir wechseln in diesen Ordner und wir sehen, der ist also leer. So, jetzt mache ich hier mal ein clear, damit wir das besser sehen. Ihr geht jetzt als nächstes in eurem Browser auf die Seite github.com und gebt hier oben in der Suchleiste KiCad ein. Habt ihr das gemacht? Ist der erste Treffer hier KiCad Library. Und dieses KiCad, ich gehe jetzt hier nochmal einen Schritt nach oben. Wir sind jetzt hier schon in den Library-Ordner. Ich gehe mal hier um eins nach oben, eine Ebene nach oben. Seht ihr hier KiCad EDA. Das ist das Originalrepository von KiCad. Es gibt hier im GitHub natürlich noch wesentlich mehr Repositories und die könnt ihr alle einbinden. Bitte an dieser Stelle trotzdem beachten, ladet euch nicht zu viele Symboldateien und Bauteilbibliotheken herunter. Ihr seht am Ende nicht mehr durch. Ja, ihr werdet das gleich sehen. Das ist schon eine ganze Menge allein hier von KiCad und es gibt noch mindestens 10, 20 andere Anbieter von DigiKey über Reichelt und Konsorten und ihr könnt euch hier so viele Bibliotheken runterladen, dass das einfach
überhand nimmt und ihr am Ende nicht mehr durchseht. Also da bitte etwas aufpassen. So, wir haben jetzt hier unsere KiCad-Symbolbibliothek. Ich klicke jetzt mal hier unten drauf und wir kommen jetzt hier in unsere KiCad-Symbole. Und hier sehen wir jetzt also unsere ganzen Symbol-Libraries. Und hier rechts dieser grüne Button, Clone oder Download, ich kann jetzt hier also das einmal alles als ZIP-File herunterladen, das braucht man natürlich nicht, wir müssen das ja klonen und das machen wir mit dem Programm Git. Und deswegen brauchen wir, dafür brauchen wir diesen Link, den kopieren wir uns hier mit dem Button hier hinten in die Zwischenablage und wechseln zurück in die Bash. Jetzt können wir ein Git-Repository klonen mit dem Befehl Git clone. Und wir fügen jetzt hier unseren Link dann dazu, Rechtsklick mit Paste und wir führen mit Enter aus. Und ihr seht schon, alleine hier im KiCad Repositories für die Symbole sind das 17.524. Die werden jetzt heruntergeladen und dann geprüft und so schnell ist das auch schon fertig. Jetzt gehen wir zurück, wir gehen hier wieder eine Ebene nach oben. Wir brauchen natürlich unsere Footprints, auch hier wechseln wir in den Ordner Footprints und gleiches Vorgehen, Clone oder Download, wir kopieren unseren Link in die Zwischenablage, wechseln zurück in die Bash. Mit den Pfeil hoch und runter Tasten kann ich hier also verschiedene Befehle zurückgehen. Ich gehe jetzt hier mal eins nach oben, um euch auch das nochmal zu zeigen. Mit der Backspace-Taste zurück lösche ich den alten Link weg und wir machen hier ein Git Clone HTTPS Footprints und laden diese ebenfalls runter und wir sehen, hier haben wir schon 47.000 Footprints, die jetzt heruntergeladen werden. Nächster Schritt, wir benötigen noch die Templates, das sind unsere Template-Ordner, auch hier gleiches Vorgehen, anklicken, Clone oder Download, wir klicken das hier an und machen gleich ein Git-Clone. Ich zeige hier nochmal die 3D-Packages, die müsstet ihr euch dann ebenfalls herunterladen. Das spare ich mir jetzt an dieser Stelle, denn das dauert sehr, sehr lange. Das sind also mehrere hundert Megabyte und das würde hier im Video zu weit führen. Vorgehen ist dasselbe wie hier mit den Footprints und den Symbolen und den Templates. So, auch hier machen wir nochmal ein Git-Clone und fügen jetzt unseren Template ein. Auch das wird nochmal hier gedownloadet und damit ist das Ganze fertig. Mit Exit verlassen wir die Bash, wird geschlossen. Wir können unseren Browser schließen und ich zeige euch jetzt hier mal im Explorer mit KiCad GitHub sehen wir jetzt hier drei Unterordner, die Footprints, die Symbole, die Templates. Und wenn wir hier reinklicken, dann ist das hier alles gedownloadet. Und ihr müsstet euch jetzt hier noch als vierten Ordner die 3D-Packages herunterladen für die 3D-Darstellung. So, jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Es kommt darauf an, wie ihr KiCad installiert habt. Wir müssen jetzt noch unsere Pfade anpassen. Pfade anpassen heißt, wir öffnen KiCad und gehen hier oben auf Pfade konfigurieren. So, und wenn ich jetzt hier reinklicke, das ist unser Symbolordner, müsste ich also jetzt hier öffnen. Ich gehe hier hinten drauf und wir haben jetzt also hier unseren KiCad, GitHub und Symbols. Und ich gehe auf Ordner auswählen und bestätige das mal mit OK und ich erhalte jetzt hier eine Fehlermeldung. Die kommt daher, da wir das beim Installieren die Systemvariablen mit installiert haben, wird hier im Windows die Systemvariable festgesetzt und wir sehen also hier diese Fehlermeldung, dass die schon von einem Prozess hier belegt ist und ich die nicht ändern kann. Ich gehe hier raus, breche das mal ab mit OK, ich öffne nochmal. Wer diese Fehlermeldung nicht erhält, der hat also diese Umgebungsvariablen bei der Installation nicht mit angehakt, dann sollte das hier also über die Möglichkeit Pfade anpassen eingelesen werden. So, ich mache hier nochmal zu, ich schließe jetzt KiCad. Wie kriegen wir dieses Problem beseitigt? Und zwar, ich gehe mal hier auf Windows-Ordner, Einstellungen und gebe mal hier oben ein Systemvariablen. So,
und ich komme jetzt hier in meinen Bereich für die Umgebungsvariablen und wir sehen also jetzt hier die Windows-Systemvariablen und hier sehen wir durch die Installation sind die also schon fest vergeben worden und sind also fest belegt und ich kann sie jetzt hier nicht mehr aus dem KiCad heraus ändern. Wer also bei der Installation Umgebungsvariablen angeklickt hat, der hat die jetzt hier drin. Wer es nicht gemacht hat, hat sie nicht drin. Der kann dann auch über KiCad entsprechend ändern. Aber wir gehen jetzt hier mal drauf und hier auf unseren Symbol Directory und gehen auf Bearbeiten und klicken dann hier auf Verzeichnis durchsuchen, HP, KiCad, GitHub und die Symbole und mit OK bestätigen wir das Ganze. Dann haben wir den Template-Ordner, das ist also der Template-Ordner, der vom System mitgeliefert wird. Es gibt dann noch einen KiCad-User-Template-Ordner, der wird automatisch eingebunden, den hat KiCad auch schon richtig gefunden, zeige ich gleich. So, auch hier gehen wir jetzt auf unseren neu heruntergeladenen Ordner Templates. Wir wählen aus und setzen diese Systemvariable neu und als Module unsere Footprints geben wir auch noch diesen Ordner ein. Das ist also jetzt unser Footprint-Ordner und KiCad, GitHub, Footprints, da sind sie drin und okay. So, 3D-Packages müsstet ihr jetzt natürlich dann genauso noch ändern, wie ich es hier gezeigt habe und hättet dann auch eure 3D-Packages geändert. Mit OK bestätigen, hier nochmal OK und ich zeige es nochmal hier im KiCad unter Einstellungen, Pfade konfigurieren, sollte jetzt auch der neue Ordner angezeigt werden. Genau das hat er jetzt hier gemacht, KiCad HP, GitHub und hier die Templates. Und auch die Footprints, außer den 3D-Ordner, den hatte ich ja nicht angepasst. Und wir sehen jetzt hier nochmal den User-Template-Dir, der zeigt auch schon auf unseren angelegten Template-Ordner, das macht KiCad bei der Installation automatisch. Ja. Und wenn wir jetzt hier OK machen und mal in unserem neuen Projekt den Schaltplan-Editor öffnen, sollte jetzt, wenn wir hier auf Bauteil einfügen gehen, die Bauteilbibliothek eingeladen werden. Und jawohl, macht er auch. Ich kann jetzt hier, oh, was weiß ich, das Bauteil auswählen und ganz normal positionieren. Ja, soweit, so gut. Jetzt haben wir also unsere GitHub-Repositories eingebunden. Bitte an dieser Stelle nochmal auch beachten, wenn ihr diese Pfade noch nicht angepasst habt, bitte hier nicht auf Bauteil hinzufügen gehen. Ihr erhaltet dann für jede Library die nicht gefunden werden kann und die sind ja noch durch die Pfade nicht eingebunden, eine Fehlermeldung und ihr klickt euch die Finger rund, also hier dann ein bisschen aufpassen. So, ich schließe das hier nochmal und jetzt zeige ich euch, wie man so ein Repository updatet. Ich öffne jetzt wieder hier die Git Bash und unsere KiCad Repositories im GitHub werden in der Regel einmal die Woche geupdatet. Wir wechseln wieder in unser Verzeichnis KiCad GitHub und mit LL hier haben wir unsere gedownloadeten Ordner und jetzt muss ich hier hineinwechseln in den Ordner KiCad. Ich mache das mal hier für KiCad Alt minus Footprints. So, dann bin ich hier in diesem Ordner. Ich mache nochmal hier mit ls, lasse ich mir das nochmal rausgeben. Den Inhalt nochmal mit cd hier hineingewechselt. KiCad Footprint, na, Footprints. So, jetzt lassen wir uns das hier mal ausgeben. Dann sehen wir hier also die Dateien. Und jetzt muss ich hier nur noch folgenden Befehl ausgeben, wenn ich in diesem Ordner drin bin, git und ich mache hier ein pull mit pull, mehr brauche ich gar nicht, den Rest findet git selbst und er sagt jetzt hier already up to date, hätte sich jetzt was geändert, würde diese Änderung hier heruntergeladen. Ich wechsle mit cd... wieder eins nach oben
Und ich wechsle mal hier in den Ordner KiCad Symbols. Und auch hier mache ich nochmal ein Git Pull. Und wir sehen, auch das ist hier komplett up to date. Klar, haben wir ja auch gerade heruntergeladen. So, ich denke, das ist soweit verstanden. Das heißt, mit Git Pull werden jetzt in diesen drei Ordnern nur die Daten heruntergeladen, die sich vom letzten Update bis zu dem Tag, wo man Git Pull ausführt, geändert haben. Und ich muss hier nicht jedes Mal alles neu klonen. Und das alles werden wir dann auch noch mal in eine PowerShell-Skript verpacken. Und das zeige ich euch gleich, wenn ich wieder da bin. Unser PowerShell-Skript soll in den Ordner KiCad GitHub hier drin liegen, oberhalb unserer gedownloadeten Repositories. Und dazu öffnen wir jetzt als erstes mal die PowerShell von Windows, und zwar hier die PowerShell ISE, die Programmierumgebung. Die wird jetzt geöffnet und wir sehen also hier unser Kommandofeld hier unten, und hier oben könnte ich jetzt Befehle eingeben. Bevor ich das aber mache, möchte ich mir es ein bisschen einfacher machen. Ich wechsle nochmal hier unten mit CD in den Ordner KiCad und mit Backslash dann auch in den Ordner GitHub. Kann man hier anwählen, und ich stehe jetzt hier mit ls in diesem Ordner drin, und hier möchte ich jetzt also mein PowerShell-Skript erstellen. Das ist ganz wichtig, dass wir vorher hier in diesen Ordner wechseln, dann fällt uns das hier oben beim Befehle schreiben leichter. So, erster Schritt ist, ich muss jetzt also hier von diesem Ordner KiCad GitHub aus in den ersten Ordner KiCad Footprints wechseln. Das mache ich hier oben mit CD. Ich schreibe jetzt hier mal die Befehle. CD KiCad Footprints, das ist also unser erster Ordner, und ihr seht jetzt, hier wird automatisch schon durch die ISE ein Punkt mit Backslash angefügt. Das heißt, ich wechsle jetzt hier in meinem Skript in diesen Ordner. Als nächstes wollen wir natürlich in diesem Ordner Git Pull ausführen. Das hatte ich ja bereits gezeigt. Wir machen hier ein Enter und müssen jetzt, da wir jetzt hier im KiCad Footprints Ordner stehen, natürlich einen Ordner wieder nach oben wechseln, um dann in KiCad Symbols zu wechseln. Deshalb machen wir jetzt hier CD Punkt Punkt, also als relative Pfadangabe, und kommen jetzt hier in KiCad Bindestrich Symbols. Na, das macht er mal wieder nicht. Dann machen wir das jetzt hier so. KiCad Symbols. Er bringt mir dann aber trotzdem eine Fehlermeldung, wenn ich hier nur einen Punkt setze. Dann machen wir das hier händisch mal, holen wir das mal nach. So muss also unsere Befehlszeile jetzt aussehen. Und wir machen hier ein Enter. Auch hier wieder ein Git Pull. Und als nächstes wollen wir natürlich in den Ordner, na, nicht mit dem Bindestrich, in den Ordner Templates, auch den wollen wir ja automatisch updaten lassen. Auch hier machen wir einen Doppelpunkt oder zwei Punkte davor. Das ist also jetzt ein relativer Pfad, denn hier wird ja mit CD in den Footprint Ordner gewechselt, und ich muss hier relativ wieder 1 zurück, um das zu wechseln. So, auch hier wieder ein Git Pull. Und ihr müsstet jetzt als vierten Ordner hier unten drunter noch die 3D-Symbole einfügen. So, und damit wir das dann nachher auch sehen, machen wir hier unten noch eine Pause dahinter. Wozu das gut ist, zeige ich euch gleich. Und wir gehen jetzt hier mal auf ein Speichern. Und er steht hier schon im richtigen Ordner. Und ich nenne das jetzt hier einfach mal Git Pull. PS1 wird dann automatisch dahinter gesetzt. Wir gehen auf Speichern, und wenn ich jetzt hier schließe, auf Beenden gehe, sehen wir jetzt hier eine PowerShell-Skriptdatei. Die kann ich jetzt hier mit Rechtsklick bearbeiten, wieder in meiner ISE nochmal bearbeiten. Dann sehen wir das hier, was wir gerade eingegeben haben. Und wenn ich jetzt hier Rechtsklick und Ausführen mit PowerShell anklicke, dann sehen wir jetzt, hier wird die PowerShell-Oberfläche geöffnet, und es kommt jetzt hier dreimal Already Up to Date. Das hat einfach den Hintergrund,
da ja schon unsere Repositories durch die Installation hier up to date sind. Wäre jetzt hier irgendetwas, eine Änderung, würde sich jetzt hier würde angezeigt, was da oder heruntergeladen wird. Und mit dem Befehl Pause kann ich also diese Ausgabe anhalten, denn wenn ich dieses Skript ohne das Wort Pause am Ende ausführen würde, würde hier dieses Fenster nach dem Ausführen des letzten Befehls automatisch geschlossen werden, und durch Pause wartet er jetzt hier artig, bis ich die Enter-Taste drücke, und so kann ich mir hier meine ganzen Ausgaben, die da erscheinen, nochmal anschauen, ob da auch alles geklappt hat. Ja, und wenn ich jetzt auf Enter drücke, wird das Fenster zugemacht und ich habe hier oder hätte jetzt alle drei Repositories abgedatet. Ja, und mit jedem neuen, was ich hinzufüge, kann man dann entsprechend dieses Skript erweitern, und die werden dann also alle geupdatet, und das sollte man so einmal die Woche machen. Ich denke, das genügt. Da sind also dann auch genügend Änderungen da. So, hier noch ein kleiner Nachtrag zum Video. Das ist mir gerade noch aufgefallen. Und zwar, wenn ihr KiCad startet mit diesem eingebundenen GitHub Repositories, kann es zu Fehlermeldungen kommen. Und zwar die Fehlermeldung, dass die System-Lib-Table fehlt, beziehungsweise die Footprint-Lib-Table. Wo findet ihr diese beiden Dateien? Die liegen hier unter C-Users Nutzername oder Benutzer-Nutzername app-data-roaming-kiCad. Da liegen diese beiden Dateien. Und das sind unsere Verwaltungsdateien, die auf die einzelnen Libraries zugreifen, die wir hier gerade über GitHub heruntergeladen haben. So, ich, um diesen Fehler zu simulieren, lösche ich mal hier diese beiden Dateien. So, und wenn ich jetzt KiCad hier öffne und in die Einstellungen gehe und gehe hier auf Verwalten von Bauteilbibliotheken, dann sehen wir hier diesen nicht Fehlerdialog, sondern einfach diesen Dialog, dass er jetzt hier diese Bibliothekstabelle sucht und nicht findet, weil die noch nicht eingebunden ist. So, wir gehen hier unten auf diese Einstellung oder auf die Markierung erstellt eine neue globale Bauteiltabelle. Wir klicken auf OK und wir kommen jetzt hier in diesen Verwaltungsdialog. Den kennt ihr ja schon, wo wir unsere privaten Libraries anmelden. Das ist der gleiche Dialog und der ist jetzt hier leer. Und leer deshalb, weil einfach bei der Installation mit GitHub diese Datei hier nicht mit angelegt wird. Wir gehen hier unten auf Tabelle hinzufügen oder auf Ordner öffnen. Und wir gehen jetzt in unseren KiCad-Ordner GitHub, und das sind jetzt hier die Symbole. Und wir öffnen das Ganze und mit STRG A markieren wir hier allen Inhalt. Und jetzt muss man ein bisschen aufpassen, das ist ein bisschen Fleißarbeit. Wenn ich jetzt hier das so einlesen würde, könnte es Probleme geben. Er möchte hier wirklich nur die Dateien, die hier auf lib enden. Deshalb STRG-Taste gedrückt halten und wir wählen hier mal die Ordner ab, die hier noch mit angewählt sind. Und anschließend gehen wir dann mal diesen ganzen Ordner hier durch. Und ihr prüft jetzt bitte, ob hier nur .lib-Dateien am Ende noch drin sind und nichts anderes. Sollte jetzt hier noch irgendwie eine Datei auftauchen, die nicht auf .lib endet, die dann ebenfalls bitte mit STRG gedrückt halten, abwählen. So, das ist jetzt hier nicht der Fall. Und wir können jetzt hier auf Öffnen gehen und wir sehen jetzt, dass diese Bibliotheken hier eingelesen wurden, auch schon mit dieser Variable davor. So, mit OK bestätigen wir das Ganze. Und ich kann jetzt hier nochmal auf diese Bauteilbibliotheken draufgehen und in den globalen Bibliotheken tauchen jetzt hier unsere Symbole auf. Und der Link oder der Ordnerpfad wird hier durch die Variable ersetzt bis zum GitHub und dann hier hinten unsere einzelnen Lib-Dateien. So, mit OK bestätigen, und das gleiche wiederholen wir jetzt nochmal für die Footprints. Auch hier kommt jetzt wieder diese Meldung, dass diese Bauteil-Bibliothekstabelle fehlt. Wir erstellen eine neue leere globale Tabelle und auch hier kommt wieder unser Dialog und das gleiche Vorgehen. Wir gehen hier in unseren KiCad GitHub Ordner Footprints und
Hier müssen wir ein bisschen anders vorgehen. Ich ziehe das hier mal etwas größer. Wir markieren hier den ersten Punkt Preddy, die erste Punkt Preddy Bibliothek, halten dann die Shift-Taste gedrückt, gehen hier nach unten und der letzte Eintrag mit Preddy ist hier der Varisto und dann werden die alle markiert. Und hier ist jetzt auch wieder etwas Fleißarbeit gefordert. Wir sehen jetzt hier ein Sources, das ist unser GitHub-Ordner. Da sind hier verschiedene Informationen für das Git-Programm hinterlegt. Hier wieder mit Steuerung gedrückt halten, diesen Ordner abwählen. Dann gehen wir mal nochmal nach oben. Das ist einfach einmal Fleißarbeit, die man erledigen muss. Dann haben wir hier noch die veralteten Einträge. Auch die wählen wir hier mit Steuerung und einmal anklicken ab und arbeiten uns so langsam aber sicher mal durch und prüfen, ob hier überall alles nur auf Punkt Preddy endet. Auch hier nochmal diesen Ordner CMake Modules abwählen und dann sollten wir eigentlich meiner Meinung nach alle erwischt haben. Auch hier bestätigen wir wieder mit OK. Das wird jetzt alles eingelesen. Auch hier nochmal mit OK bestätigen und wenn wir jetzt hier nochmal öffnen, dann sehen wir auch, ob das alles geklappt hat. Wenn das hier immer noch leer ist, müsste man es dann nochmal machen. Und wir sehen auch hier, jetzt sind alle standardmäßigen Footprint-Dateien eingebunden. Okay, und das können wir jetzt hier mal testen. Ich mache mal hier den Leiterplatten-Editor auf und gehe hier auf Bauteil hinzufügen oder Footprint hinzufügen. Jawohl, und da wird werden unsere Bibliotheken eingelesen und wenn ich das jetzt hier anklicke, hätte ich jetzt hier einen Footprint. Das heißt also, das hat funktioniert. Wir wollen jetzt hier keine Bauteile einfügen. Ich schließe das hier mal, wir verwerfen die Änderungen und dann machen wir das gleiche nochmal mit dem Schaltplan-Editor. Wir gehen hier auf unseren Bauteil hinzufügen. Die Bibliothek wird geladen. Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Ja, dann können wir mal hier, diesen Treiber einbinden. Und auch das Symbol ist damit hier vorhanden. So, hiermit habt ihr also geprüft, ob eure Bauteilbibliotheken auch richtig sauber eingebunden sind. Und damit wäre dann KiCad auf Windows installiert mit der Git-Unterstützung. Und ihr könnt jetzt mit unserem oder könntet dann mit dem Git-Skript, was ich euch gezeigt habe, dann auch wöchentlich updaten und hättet immer die aktuellen Footprints, Symbole und 3D-Bauteile. Danke für die Aufmerksamkeit, für den Nachtrag. Und jetzt wünsche ich euch aber wirklich einen wunderschönen Abend und viel Spaß beim KiCad-Basteln.